Willkommen zurück, Freunde, zu Alan Wake. Im letzten Part waren wir unterwegs zum Lover's Peak und sind es in diesem Part wahrscheinlich auch noch. Ne, Alan? Was sagst du? Ja, ne, klar. Ja, genau so hört sich Alan Wake an. Gut, hier liegt ein Manuskript. Haben wir das schon im letzten Part gelesen? Ach, es ist wieder so eine Zeit her. Egal, wir lesen es halt dann nochmal. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn das? Ungelesen. Ungelesen? Fragezeichen, aber die haben gar kein Fragezeichen. Wake beim Lover's Peak. Ist das vielleicht? Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Das haben wir noch nicht gelesen, glaube ich. Hoffe ich. Oh mein Gott. Kurzzeitgedächtnis und Manuskripte passen nicht gut zusammen. Ach, guck mal hier. Folge 1 und Folge 2. Ach so, also kann ich hier aussuchen. Sehr schön. Einen haben wir übersehen. Verdammt. Ah, da habt ihr mich auch darauf aufmerksam gemacht. Aber na gut, na gut. Ah, gut, wir machen jetzt weiter. Und wir latschen zum Lover's Peak. Ich singe gerne, denn dann habe ich keine Angst. Oh mein Gott, aber die Musik. Ah. Was für ein Flashback, ich glaube, ich bin taub. Die Vision hatte mich geschwächt. Es war keine Kopfverletzung. Ich komme! Mist. Rusty, durchhalten, ich komme! Bitte helft mir! Oh nein, Rusty, was ist los? Was ist da denn passiert? Oh, scheiße. Rusty, Oh, ein Stromkabel. Moment, ich muss erstmal kurz das Auto untersuchen. Das geht vor. Das geht vor, Rusty. Das musst du verstehen. Es können ja Manuskripte liegen. Okay, ich komme. Oh, Mann. Rusty. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht. Wo ist denn der? Ach, ich dachte, das wäre Rusty. Ups. Okay, Moment. Ah, Manuskript. Manuskript? Ist kein Manuskript. Ach, verdammt. Oh, Mann, komm, wir müssen ihn retten. Ja, wir sind hier drüben. Ach du Scheiße. Mr. Wake? Oh Mist. Es geschah genauso, wie es auf der Seite stand. Gefunden. Wurde wahr. Es wusste. So dunkel. Es wird zurückkommen. Sie müssen. Die Lichter. Im Büro. Ich hab den Schlüssel. Okay, Rusty. Ganz ruhig. Ich bin gleich zurück. Okay, ich glaube, wir sollten die Lichter anmachen. Auch immer das getan hatte, konnte nicht weit sein. Nimm den Revolver. Rusty hatte eine Manuskriptseite gefunden. Sie könnte erklären, was passiert war. Oh Mann, aber zum Glück geht's dem Hund gut. Oh, gut, du hast beschützt. Dafür hast du auch eine Tapferkeitsmedaille verdient. Ich bastel dir gleich eine. Ich kann Origami. Okay, ist das das Büro? Das sieht nicht nach Büro aus. Nope. Aber da gibt's bestimmt Heilung oder so. Nein, gibt's auch nicht. Okay, gut, dann... Alan, hör auf hier rumzurennen wie ein Wahnsinniger. So. Dann schauen wir mal jetzt ins Büro. Hier drin? Nein. Ist das hier das Büro? Ist es vielleicht da drüben? Ich glaube, das ist drüben, oder? Das ist ja hier... Nee. Wir gehen rüber. Jupp, das sieht nach Büro aus. Mhm. Ich konnte nur für Rustys Sicherheit garantieren, indem ich den Strom und die Lichter zum Laufen brachte. Okay, Moment. Aber wir checken ganz kurz, was es hier so gibt. Vielleicht ja Thermosflaschen oder sowas? Dann stillen wir unseren Fetisch. Oh Mann, ich stehe so auf Thermosflaschen. Mmh, hier ist eine. Mmh, oh, Thermosflasche. Gut. Dann gehen wir jetzt mal ins Büro. Und suchen nach diesem Manuskript. Was da wohl drin steht. Ich bin echt gespannt. Und ich bin auch aus der Puste. So, aufschließen. Mach auf. Okay. Wieder mit Quicktime-Event? Nein, diesmal nicht. Hallo? Ist hier irgendjemand? Irgendjemand, der mir nichts Böses will, dann antworte. Okay, es antwortet niemand. Das heißt, hier ist irgendjemand, der uns umbringen will. Da liegt das Manuskript. Liegt hier sonst noch was rum? Wow. Beruhig dich, beruhig dich. Hey. Renn nicht wie ein Verrückter rum. Das ist das Manuskript. Oh nein. Okay, dann nehmen wir es mal. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll, weil ich möchte nichts übersehen. Und überspringen. Okay. F5.
Wake gelangt in die Sicherheit des Lichts. Im letzten Moment änderte ich die Richtung und warf mich nach unten. Die Axt zerfetzte einen Baumstumpf. Ich stolperte in den Ring aus hellem Licht. Meine Lungen brannten. Ich war zu erschöpft, um mich zu bewegen. Ich wartete angespannt auf den tödlichen Streich, doch er kam nicht. Ich hob meinen Kopf. Nichts bewegte sich dort in der Dunkelheit. Für den Moment war ich, gebadet im kalten Licht, in Sicherheit. Oh, ist das schön. Das klingt doch super. Gut, 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 gut. Das heißt, da kommt gleich dieser Axttypi. Und wir müssen uns im letzten Moment ducken. Moment, wie lädt man nochmal? Ich soll ganz halt R tippen, oder? Nein, E? Q? Oh nein, Q ist nachladen. Okay. Oh Mann. Was ist da drin? Das sind Revolvermunition. Sehr schön. 42 Schuss. Und Batterien. Oh mein Gott. Ist heute Weihnachten, oder was? Aha. Das ist die Axt. Die kam hier reingeflogen. Er duckte sich im letzten Moment. Und sie traf das Ding und dann badete er im Licht. Das passt zusammen, das passt zusammen. Das Manuskript hat recht. Ich kam zu spät. Jemand hatte den Hauptschalter demoliert. Ich konnte die Lichter nicht mehr anschalten. Das ist nicht gut. Oh nein! Rusty! 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 Verdammt, aus dem Weg, Tür! Geh aus dem Weg! Auf dem Boden waren Öllachen, die wie flüssige Dunkelheit aussahen. Oh nein! Du brauchst ja Jagdlinsen? Ich gebe dir Schrotmunition. Oder Revolvermunition. So, und? Oh mein Gott, Rusty! Ich komme. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Es ist zu spät. Oh nein. Etwas hatte ein gigantisches Loch in die Mauer gerissen. Um Gottes Willen. An dieser Stelle nochmal, es tut mir wirklich leid, dass der Ton vielleicht etwas leiser ist von den Stimmen, aber ich kann dir jetzt mal zeigen, hier, Option, Audio, die Sprachlautstärke und alles ist eigentlich auf voll und, ich weiß nicht, wie ich das richtig kalibrieren, ist das ein Wort? Egal, ich bin Alan Wake und alles ist ein Wort, denn ich bin Schriftsteller. So, okay. Was zur Hölle war das? Nicht die Tiere füttern. Was? Von wo kam das? Sie steht den oh nein. Rusty? Oh nein, Rusty. Oh nein, nicht du auch noch. Verdammt, bist du schnell. Wo ist er hin? Was redet er da? Oh Mann. Okay, Rusty dreht durch. Scheiße. Was ist das? Speedy Gonzales, bleib mal stehen, jetzt hier. Oh Mann. Okay, ich habe auch keine Leuchtpistolen mehr. Na, komm schon. Rusty. Da, ich habe ihn erwischt. Komm her, komm her. Und. Es tut mir leid. Rusty. Oh oh. Oh oh. Oh, ich hoffe, es tut dir auch leid. Oh oh. Oh Mann. Ich habe keine andere Wahl, Rusty. Und. Verdammt. Ah, noch mehr von denen. Moment, sind das alles Rustys? Das war knapp. Und. Nachladen, nachladen, nachladen. Komm schon, komm schon, komm schon. Und. Oh Mann. Ihr Schweine haben Rusty auf dem Gewissen. Beziehungsweise haben mich gezwungen, Rusty auf mein Gewissen zu nehmen. Was zur Hölle war das? Etwas. Als hat sich nach etwas Großem angehört. Was wütet hier im Wald? Oh Mann, sind das wirklich Aliens? Wir haben auf jeden Fall Lover's Peak erreicht. Drop Hazard. Verdammte Scheiße. Gut. Dann gehen wir mal rein ins Lover's Peak. Licht. Hier fühle ich mich sicher. Oh, mein Handy. Es ist nur mein Handy. Was? Verdammt, was war das? Ich habe es durchs Fenster gesehen. Ich habe etwas gesehen. Was denn? Vergiss es, Barry. Ich bin wohl verrückt geworden. Oh Mann. Oh Mann.
Bleib in der Hütte. Öffne niemandem die Tür. Ich meine das ernst. Oh Mann, gut. Immerhin glaubt er uns jetzt. Der Arsch. Oh Mann, hätte er es bloß früher getan. So, da liegt ein Manuskript oder sowas. Und ein Sixer-Pack. Hm? Das will ich. Komm, gib es mir. Gut, Manuskript. Ist auch gut. F5. Rustys letzte Gedanken. Im letzten Augenblick des Bewusstseins dachte Rusty an Rose. Er war älter als sie. Sie war fast noch ein Teenager. Doch dank ihr fühlte er sich wieder jung und vergaß das Desaster seiner längst toten Ehe. Er trug den Ring immer noch. Er hatte gewartet, dass sie ihn bat, ihn abzunehmen. Das würde sie nun nie tun. Okay, Rusty. Oh, Rusty. Ich werde dich rächen. Ich werde dich rächen. Ich werde herausfinden, was es war, das dich so wahnsinnig gemacht hat. Oh Mann. Vielleicht kann ich dich auch wiederbeleben. Vielleicht ist das möglich. Rusty. So, Rusty der Clown. Moment, auf die andere Seite, da führt auch ein Weg. Oder? Hier, schaut mal. Ich habe auch lange keine gelben Pinkelspuren mehr gesehen. Was ist das hier? Muss ich hier runter? Ich muss hier runter. Moment. Ah, schon wieder so viele Wege. Alan Wake kann sich nicht entscheiden. Dann gucken wir links. Lover's Peak. Kontrollpunkt erreicht. Wollte mich verarschen. Da führt auch ein Weg. Okay, nein. Dann gehe ich halt hier lang. Oh Mann, da gibt es aber bestimmt was. Okay, Leute, Leute. Tut mir leid, aber ich untersuche das jetzt. Ihr wollt sicherlich auch herausfinden, was da ist, oder? So. Steile Klippen, die mich umbringen. Hä? Bestimmt. Ich bin tot. Okay, ein Versuch war's wert. Immerhin spare ich mir jetzt den Weg, denn wir haben ja einen Kontrollpunkt erreicht. So. Alan Wake ist wieder fit. Ich bin wie eine Katze. Oh, die Krähe schon wieder. Ah, Mistvieh. Für dich verschwende ich gerne die Munition. So, Batterien und da haben wir die Revolvermunition wieder zurück. Alles klar. Chip, 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 chip. Lover's Peak, was hier? Do not feed wildlife. Okay, das werde ich nicht tun. Habe ich nicht vor. Sonst ist da nothing. Gut. Ach, was für ein... Ist aber ein wunderschöner Ort, oder nicht? Lover's Peak. Da! Gelbe Pinkelspuren. Lag am Ende des Naturlehrpfads. Gut, da gehen wir dann noch lang. Aber zuerst muss ich hier... Aha. Aha. Ist hier jemand? Anscheinend nicht. Hört ihr dieses Atmen? Oh Mann, die Soundeffekte, die machen einen wahnsinnig. Was ich hier wohl finde? Einen verborgenen Schatz? Oder... Da! Ich sehe dich! Och, er sollte eigentlich verschwinden. Oh, schade. Moonshine Cave. Schwarzbrennerhöhle. Diese Höhle war während der Prohibition 1919 bis 1933 Schauplatz regelmäßiger und lukrativer Alkoholschmuggelaktivitäten. Meist wurde hier Alkohol zwischengelagert, der aus Kanada eingeschmuggelt wurde. Es wurde aber auch Schwarzbrennerei in der Höhle betrieben. Interessant. Gut. Ah, Fledermäuse. Igitt. Was hat mir das denn noch gefehlt? Oh, eine Schrotflinte. Sehr gut. Nimm sie, mein Freund. Nimm sie. Und nimm sie. Lithiumbatterien. Sehr schön. Alles klar, das war's dann. Dann mache ich hier jetzt erstmal einen kleinen Schnitt in dieser kleinen Sicherheitshöhle. Hier fühle ich mich sicher. Hm? Nicht. Und wir machen dann im nächsten Part weiter mit Alan Wake und nähern uns weiter Lover's Peak. Bis zum nächsten Mal.